Und jetzt die RNF Bühnenlichter. Spannendes, Hintergründiges, Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim. Es schillert wieder. Schon gemerkt, seit genau 35 Jahren feiert das Nationaltheater und die Stadt Mannheim ihren ersten Hausautor und Dichterfürst, genau diesen Herrn hier neben mir, Friedrich Schiller, mit einem eigenen Festival, den Internationalen Schillertagen. Ausgehend vom Theater als einen der ältesten Versammlungsorte, die wir heute noch haben, eröffnet die inzwischen 17. Auflage unter dem Motto »Die kritische Masse – ein Spielfeld des Sozialen«. Man geht hinaus auf die Straße und holt die öffentlichen Protestformen rein ins Theater. Ist ja auch relativ einfach, denn egal wo man hinschaut, nach Rio, Istanbul oder Stuttgart, die Politik unter freiem Himmel kehrt zurück. Gründe genug, sich damit und den revolutionären Ideen des Querdenkers Schiller einmal kritisch auseinanderzusetzen. Spannende Auftragsarbeiten, Gastspiele aus der ganzen Welt oder einfach Hausgemachtes, wie hier die Mannheimer Inszenierung der Jungfrau von Orléans. Im bewegten Auf und Ab der Schlachtenszene notet Schiller mit der Geschichte von der wundersamen Jungfrau das Rätselmensch bis an die Grenzen des Fassbaren aus, bis in den zwiespältigen Bereich von fanatischem Glauben. Wunder oder Ausdruck außergewöhnlicher Willenskraft? Wenn Schiller Johanna von sich sagen lässt, mir zeigt der Geist nur große Weltgeschicke, wäre das schon mal der erste kritische Blick in unsere politische Welt. Unsere Überlegung war einfach die Auseinandersetzung Schiller und Publikum. Es ist nicht wirklich aus den theoretischen Texten, aber wir sind davon ausgegangen, als dass das Theater der älteste Versammlungsort ist und von dem Gedanken, die Auseinandersetzung zwischen Theater oder Aufführung und Publikum als ein Live-Ort. Und wir haben immer versucht, wie können wir es fassen als Titel. Und ich finde es eigentlich ganz gut, die kritische Masse. Und irgendwie ist ja auch die kritische Masse vielleicht die Masse, die gerade überall auf der Welt aufsteht. Hör auf zu jammern! Mit gleich zwei Hausproduktionen präsentiert sich das Kinder- und Jugendtheater Schnabel während des Festivals. Und alle beide orientieren sich mehr oder weniger an Schillers Freiheitskämpfer-Drama Wilhelm Tell. Als Auftragswerk für Mannheim erzählt der holländische Autor Ade Bond in Tarier Tell das Drama einer ägyptischen Familie, gebeutelt von den Viren der Revolution in Zeiten des Umbruchs zwischen Tyrannenmord, Facebook und Koran. Was haben wir gemacht? Du hättest das Gewehr nicht mit nach Hause bringen sollen. Meinst du, man verändert die Welt, indem man dasteht und über das Meer starrt? Wir wollen uns nicht streiten. Du hast angefangen. Entschuldige. Wir haben eine internationale Zusammenarbeit diese Spielzeit mit dem ägyptischen Theater Alexandria, also das heißt Teatro Alexandria. Und die haben eine Wilhelm Tell-Inszenierung gebracht, erarbeitet, sind noch dabei, die jetzt hier auf dem Festival ihre Premiere haben wird. Die ist in Kooperation mit unserer Hammett-Inszenierung entstanden, beide für Kinder und beide zum Thema Freiheit. Ein wesentlicher Bestandteil des Festivals sind Kooperationen mit der freien Szene sowie die Vernetzung mit der Stadt und anderen Kultureinrichtungen. Im Mannheimer Künstlerhaus Zeitraum Exit macht sich Machina X, ein Kollektiv junger Theatermacher aus Berlin, auf Spurensuche nach dem Fortschrittsgedanken in Schillers Schaffen. In einer Art begehbaren Computerspielparcours zocken sich die Zuschauer ihren Weg durch den Abend und erspielen sich durch das Lösen von Rätseln die Geschichte. Drei Räume verwachsen, drei Utopien kollidieren und ein Schleier bleibt ein Schleier. Ja, www von komischen Ganzen und von kosmischen Begebenheiten.de. Das ist ein Wortspiel. Eine musikalische Bildungsreise für mündige Bürger und solche, die es werden wollen, verspricht die Uraufführung des Performance-Künstlers Patrick Wengenroth. Denn wenn unser Durst ein Gewässer wäre, dann wäre der Durst bestimmt das Meer. Wir wollen 10 Paletten Dosenbier. Ja, das wollen wir. Ja, ich habe im Nachhinein oder dann in der Beschäftigung mit Schiller habe ich dann gemerkt, wie toll das eigentlich gewesen wäre, einen Abend zu machen, einfach über Goethe und Schiller, weil die dann halt gemeinsam dann auf Schillers Initiative ja auch diese Horen, also diese Zeitschrift, Kulturzeitschrift, gegründet haben. Und es war ja dann im 1800 dann dieses goldene Zeitalter der deutschen Klassik in Weimar, waren alle wichtigen Leute versammelt. Und
da wollte ich eigentlich jetzt so einen Duo-Abend machen. Und jetzt ist aber halt Schiller und Goethe sind jetzt beide auf der Bühne und Goethe ruht in sich und Schiller hat ganz viel Druck und ganz viel Aggression. Und das stellen wir so ein bisschen gegenüber. Barbara saß nah. Für Wengenroth ist Freiheit nur ein anderes Wort für nichts mehr zu verlieren. Und deshalb ist dieser Abend auch mehr bunte Bühnenshow als ein trockenes Lehrstück à la Goethe oder Schiller. Au, au. Über allen Gipfel ist Ruhe. Naja, wie immer, wir sind gute Gastgeber, wir machen die besten Partys, wir haben die besten Drinks. Und ich glaube, man kann sehr vielschichtiges Theater sehen. Also zum Beispiel der Don Carlos von der Jette Steckel ist, finde ich, ein fulminantes Literaturtheater. Sie hat Preise gekriegt, sie war Nachwuchsregisseurin des Jahres. Toll ist auch, dass zum ersten Mal das Wiener Burgtheater da ist. Es ist keinen Schillertagen bisher gelungen mit Palmitzhofer, mit der Räuberüberschreibung. Und das finde ich sensationell, dass wir das Burgtheater mal da haben. Mehr als 80 Veranstaltungen rund um die 17. Schillertage, 19 Theaterproduktionen aus Mannheim, Deutschland und der Welt und alles im Blick der kritischen Masse. Die Freude am Sturm und Drang, man will sie wieder weitergeben. Das waren die RNF Bühnenlichter. Spannendes, Hintergründiges, Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim.